Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heavy Rain. Hier ist euer Oliver3911 und es ist immer noch kalt, wie man an meiner Jacke sieht. Egal. Norman hat, glaube ich, im letzten Part jetzt einen Anfall gekriegt und jetzt mal gucken, ob er drauf geht. Das wäre schlecht. Mal schauen. Hör auf. Lass sein. Hör auf. Ich glaube, den verlieren wir. Zu lange im Aoi gewesen. Hätte ich mal einfach Blake beschuldigt und die Sache wäre erledigt gewesen. Job bin ich ja eh los. Verdammt. Charakter 2 ist tot. Guter Beginn für einen Part, nicht wahr? Oh, jetzt kriegen wir nochmal den John. Nee, Moment, das ist nicht John. Das ist der Bruder. Los, beeil dich! Ich glaube, das Wasser steigt. Ich mach schnell. Bin gleich wieder da. Ach, Herr Jemine, jetzt müssen wir auch noch den Sohn versuchen zu retten, den Bruder. Machen wir das am besten. Ich muss schnell Hilfe holen. John ertrinkt. John ertrinkt. Ja, wir werden es doch eh nicht schaffen. Durchhalten, Bruder. Ich hole jemanden. Wir kommen und retten dich. Ja, nur wer? Mamas Arbeit ist zu weit weg. Ich schaffe das nicht rechtzeitig. Hier ist niemand auf dem Gelände. Keiner, der helfen kann. Tja, ich glaube, dann wird zwar an unserem Vater helfen. Ich muss jemanden finden. Das Wasser steigt noch. Versuchen wir mal, unseren Vater zu retten. John kann das nicht lange aushalten. Dad, ich muss Dad holen. Nur er kann John noch retten. Los, schnell! Nur leider wissen wir, dass er es eh nicht machen wird, weil er ist ja schließlich tot. Dad, Dad, komm schnell! John steckt in einen Brunnen. Verschwinde, du Nervensäge! Das ist Schwur! Du musst kommen, Dad! Na los, John stirbt! John stirbt! Bitte! Ja, dann hätten wir ein Maul weniger zu stopfen, oder? Hau ab! Bitte, Dad, komm, ich bitte dich! John stirbt! John stirbt, Dad! Was bitte! Hab ich gesagt? Hau ab! Freundlich! Bitte! Bitte, bitte, Dad! Du musst John retten! Ich hab's versucht, wirklich! Er will nicht! Bitte stirb nicht, John! Du darfst nicht sterben, John. Bitte. 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 Vergiss nicht, Scotty. Scotty? Beam me up. Tja, und ich glaube, damit ist jetzt sowohl Mörder als auch Grund für die Morde bekannt. Tiefe Verzweiflung, weil sein Vater sein Kind nicht retten wollte. Muss ich dazu noch was sagen? Scott Shelby. Du alter Hund. Ex-Cop, Leutnant, hat Zugriff zu den Waffen. Eine klare Sache. Eine ganz klare Sache. Kiste von dem Marktbesitzer, der seinen Sohn verloren hat. Den wir zwar gerettet haben vor einer Schießerei, aber trotzdem. Das Handy der schwangeren Frau, die wir halb tot gefunden haben. Beziehungsweise des Mannes. Schwanger Kind mit dem Baby. Der gut
berühmte Scott war niemals auf der Suche nach Beweisen für den Mörder. Beziehungsweise genau das war er, aber nicht um die Schuld des Mörders zu beweisen. Sondern um zu verhindern, dass jemand anders sie findet. Und das hier, ist das die Liste mit den Schreibmaschinen? Alan Winter. Ach, das ist der Brief von der. Ist auch mal sonst noch so? Notizblock. Vermutlich auch mit ihr da Menge Notizen zu dem Fall. Und mit Informationen zu Schreibmaschinen. Von einem alten Mann. Der hätte gerettet werden können. Scott Shelby, du alter Hund. Du alter Hund. Irgendwo ja schon brillant, ne? Muss man ja irgendwo schon anerkennen. Und das? Das Foto von den beiden Kindern. Was er von seiner Mutter geholt hat. Und wir wissen jetzt auch, wie seine Adoptiveltern hießen, zumindest mit Nachnamen. Shelby. Damit sind alle Beweise weg. Brillant. Madison Page. Was die jetzt noch zu tun hat, bin ich ja mal gespannt. Hoffentlich geht's ihr nicht auch noch flöten. Wäre schade. Aber so wie es aussieht, sucht sie den Mörder auf. Der Moment der Wahrheit. Wenn Ann Shepard mir den richtigen Namen genannt hat, lebt der Origami-Killer hier. Aber nur wenn? Der Mörder könnte hier sein. Ich bin lieber vorsichtig. Der Mörder hat eh alle Beweise schon vernichtet. Ich hätte die Polizei rufen sollen, aber ich habe keine Beweise. Nur die Aussage einer alten Frau ohne Erinnerungsvermögen. Jo. Falls er in seiner Wohnung ist, tue ich so, als ob ich in der falschen Etage bin. Ratet mal, wer gerade nach Hause gekommen ist. Vollkommen wichtig, nicht wahr? Hoffentlich ist er nicht zu Hause. Also bei mir jetzt, nicht im Spiel. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Gucken wir mal. Madison, du stürzt dich schon wieder in Sachen hier, die dir nix, die dich eigentlich wenig angehen. Was ist da zu sehen? Wie sie sehen, sehen sie nichts. Na dann. Hallo. Kommt keiner. Hat die auf. Kommt immer noch keiner. Ich stecke tief in der Scheiße, wenn der Killer zurückkommt und ich noch in seiner Wohnung bin. Niemand da. Wenn ich reinkomme, finde ich mit Sicherheit etwas. Ich glaube ich bald nicht. Ja, klar, hat Dietriche dabei. Natürlich hat sie Dietriche dabei. Oh Gott, schon wieder sowas. Oh Gott. Ja, ich liebe diese Tastenkombination wieder. Sie ist so toll. Alter. Du hast es nicht verlernt. Wohnung des Origami-Killers. Es muss einen Hinweis geben, wo Sean Maas ist. Ja, nur wie finde ich den? Ich muss mich beeilen. Er kann jede Minute zurückkommen. Wird er vermutlich auch. Ich gehe alle Zimmer durch. Es nur von da kommt Brandgeruch. Lösen sich da Beweise in Rauch auf? Oh yes. Diese Steuerung. Sie ist so für'n Arsch. Eine Polizeiuniform.
Dein Freund und Helfer. Deswegen sind die Kinder mitgegangen. Er war in Uniform. Gut möglich. Was haben wir denn da? Oh, hä? Eine hohle Wand? Oh nee, nicht schon wieder sowas. Nein, komm, fick dich. Wie soll ich das denn noch besser machen? Geht doch gar nicht. Mensch, was haben wir denn da? Ein versteckter Schrank in einem Schrank. Oh Gott, was ist das denn? Orchideen? Der züchtet die selber. Shelby könnte jeden Moment zurückkommen. Hier hat er die Orchideen gezüchtet, die er auf die Brust der Opfer gelegt hat. Computer. Shit, ich brauch das Passwort. John. Du, verdammt. Rogami, Regen, Shepard. Max, Regen, Origami. Ach Mann. Wie arbeitet das Hirn von diesem Irren? Ich glaube, zu kompliziert. Es muss etwas mit seiner Kindheit zu tun haben. Wie hat er früher diese Papierhunde genannt? Ach so, alles klärchen. Ich hab's. Max. So hat John als Kind die Papierhunde genannt. Das geht doch schief, Madison. Das geht doch schief. Was in aller Welt ist das denn? Eine Adresse. Da muss Sean Mars sein. Schnell, keine Zeit verlieren. Ich werde hier jetzt aber auch nicht weiter rumschlungern. Ich hau jetzt ab. Naja, typisch. Sie haben also mein Geheimnis entdeckt. Das war es, Scott? All diese Kinder mussten sterben, nur damit ein Vater seinen Sohn retten kann? Schnauze! Sie verstehen das nicht. Du bist doch wahnsinnig. Ein Kind ist noch übrig. Es bleibt noch Zeit, es zu retten. Tun Sie es, Gott. Tun Sie, was Ihr Vater nicht konnte. Los, rein da. Lange kann ich nicht mehr atmen. Höchstens noch ein paar Minuten. Wovon leben die Blumen bitte? Alter, jetzt. Oh, ich hasse die Kamera. Wovon leben diese Blumen? Ja, schon wieder sowas. Ist klar. Fick dich. Das wird nix. Das ist nix. Ist auch nix. Ich glaube, die Wände hier sind überall massiv. Geh doch mal hoch. Für sowas keine Zeit. Was? Oh nee, jetzt fackelt er auch noch die ganze Bude ab. Dieser Verrückte! Er ist doch absolut am Durchdrehen. Madison, keine Zeit. Part ist vorbei. Mann, das ist aber wieder ausgezögert, die gute Madison hier. Ob wir kommen oder nicht, sehen Sie nach dem Licht und nach dem nächsten Part. Bis dann. Tschüss.